Ja, kommt, wirf uns in noch mehr dunkle Gänge. Oh, hallo. Da haben wir die Sevastopol-Station. Können wir irgendwas tun? Nö. Aber das habe ich schon später noch hin. Werde ich mit euch. War jetzt so. Es regnet anscheinend, aber wie kann es hier regnen? Jetzt können wir nichts tun. Geht jetzt, wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand hier durchsteht. Ich hasse dieses Gefühl. Ich hasse es. Oh, scheiß Schatten. Scheiß Schatten. Fick dich, Schatten. Fick dich, fick dich, Schatten. Ausweiskarte? Gerne. Hat der Schatten mich gerade gescared? Ich weiß nicht mehr, ob ihr ihn gesehen habt. Der Türschatten, der hat mir so einen Schock eingejagt. Das glaubt ihr nicht, Leute. Das glaubt ihr nicht. Das war hart scheiße. Mal sehen, was wir mit der Ausweiskarte machen können. Da war jemand. Nö. Hallo, warum ist da jemand? Wann sind die Menschen? Woher kommen die Menschen? Was war das? Was heißt das Zeichen nochmal? Legende? Ausgang, ja, okay. Wir könnten da natürlich schnell durchrushen. Ich bezweifle, dass das eine gute Idee ist. Wir haben natürlich keine Waffe. Woher kamen denn da plötzlich Menschen? Nicht rennen. Woher kamen diese Menschen? Sind die uns gefolgt? Oh, sag ich nicht, die sind uns gefolgt. Warum wollte ich mich unbedingt so töten? Zwei Leute. Die sind nicht da. Shotgun und das Teil ist da. Wir müssen uns in das reinschaffen. Warte mal. Wartet. Bildschirm. Vielleicht sind sie jetzt draußen. Spiel. Steuerungsübersicht. Ich muss kurz nachgucken. Ich habe keinen Controller. Ich habe einen angeschlossen, Leute, aber. Tastenbelegung da. Wo kann ich werfen? Linke Maustaste, das hatten wir doch gedrückt, oder? Nein, ich hatte nämlich keine Änderung gemacht. Wir machen das Shuttle. Sollten wir das vielleicht überprüfen? Nein. Jetzt erschrecken wir uns schon vor Schatten. Habe ich auch gerade, also das ist nichts Schlimmes. Ich komme nicht rechts lang. Wo ist der hin? Ich weiß nicht, wem ich mehr. Das war das. Wir oder den sind wir? Das war's. Nein. Nein, 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 nein. Geh zu, geh zu, geh zu. Alter. Und bitte lass das die gleichen sein. Könnten wir jetzt schnell dahin rennen und zerteilt schnappen und bitte lass es die gleichen sein. Bitte lass es die gleichen sein. Das Alien ist nicht die einzige Bedrohung auf der Station. Ja, das haben wir auch bemerkt. Aber der Plan ging auf und sie haben uns erstmal nicht bemerkt. Ich glaube, der andere sagte irgendwie, wir sollten stehen bleiben. Was passiert, wenn wir stehen geblieben wären? Und dann ist es die letzte Warnung. Und keine Ahnung. Ich glaube, die hätten uns auch abgeknallt, wenn wir stehen geblieben. Aber man weiß ja nie, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Da müssen wir noch zwei. Lorenz-System-Tech-Teil. Also wir müssen nochmal weiterfahren. Denn wir konnten jetzt nur in die offene reingehen. Wir hätten die anderen nicht gerufen. Hätten wir die anderen gerufen, wäre ich richtig da gewesen. Come on. Mann, diese Stimme. Ja, cool. Cool, 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 cool. Komm schnell. Schnell safen, wenn das Teil kommt. Ja, überschreiben. Aber das Spiel ist gut. Gefällt mir. Und ich hasse auch Spiele. Das gefällt mir. Also auf jeden Fall schon mal so eine Kaufempfehlung. In der Beschreibung kriegt ihr es günstiger. Da ist ein Link. Und falls ihr sehen wollt, wie sich andere Leute falls ihr anderen Leuten zeigen wollt, wie ich mich grusle, könnt ihr es auch teilen. Aber also das Video, nicht den Link. Den Link zum Video. So, gut. Das Teil müsste da rein.
Ohne Spaß, das ist nämlich immer ein Saturn-Zeichen. Nein, es war kein Product Placement, denn ich wurde nicht dafür bezahlt. Open yourself, please, bevor die anderen kommen. Ich weiß nicht, ob die auch hier lang kommen oder einfach das spawnen. Los. Aber rein theoretisch müssten wir einen Zeitvorteil haben. Falls die nicht da auch jetzt gleich sind. Falls es die gleichen waren. Und sie nicht teleportieren. Kampfgeräusche können das ja nicht anlocken. Tun sie dies auf eigene Gefahr. Weil ich hab ohne Spaß keine Idee, wie wir da rankommen sollen. Wir könnten sie runterlocken und dann... Ich weiß nicht, ob man die von innen die Tür locken kann. Wir müssten sie runterlocken, reinrennen und dann die ganze Tür locken. Aber die Theorie ist immer so eine Sache, ne? Ich sollte beim Rennen spielen bleiben. Ich kann nicht gegen so geschickte Menschen kämpfen. Öffne die Tür lieber ein bisschen zurück. Man weiß nicht, was da drin ist. Öffne dich. Und wir haben immer noch ein Medikit. Workplace Solutions. So, wir haben jetzt auch die Dienstkarte. Ich weiß nicht, ob die uns hier irgendwie helfen kann. Ah, natürlich gehen wir an die falsche Seite. Aber wir können wenigstens gucken, ob sie hier funktioniert. Ich bezweifle, dass uns die Dienstkarte irgendwo helfen wird, aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Nur mein Schweiß. Das macht Sinn, seid leise. Zugangskopf. Ich habe eine Zugangskarte, Leute. Reicht ihr euch nicht? Geizhals. Können sie reinlocken und da drin sein? Ah, oh, mal diese ganze Theorie. Tür verschlossen, ja. Ich habe doch alles getan. Da müssten wir nicht reinlocken. Tür verschlossen. Ich glaube, jetzt lösen wir die Verschlüsselung. Das sagt mir, dass andere sind. Nee, aber die Tür öffnet sich hier oben. Was für ein zweimal drücken irgendwie. Es war ein anderer. Natürlich war es ein anderer. Seh mich. Wenn sie einen sehen sollen, sehen sie einen nicht, ne? Der hat mich jetzt im Grunde gesehen. Aber eigentlich ist es schlau, erstmal zu safen und sie dann dran zu locken. Eigentlich ist bisher nur das Alien-Let's Play darin, dass wir irgendwelche Dinger irgendwo reinstecken. Immer schön reinstecken ist das Motto bei Alien Isolation. Es gibt dir Sicherheit. Fühlt sich immer gut an, irgendwo was reinzustecken. Das ist erst jetzt sehen nach über 40 Minuten. Zum Glück gar nicht dunkel hier drin. Gar nicht für einen Schockmoment geschaffen. Schrott. Oh, PSK. Ah, wir müssen hier anscheinend erst rein. So. Hier waren wir schon dran. Natürlich waren wir schon dran. Ah. Die Dinger gehen eh nicht, weil der Strom nicht an ist. Da macht man sich einmal Hoffnungen und sie werden im Boden zerstört. Die drei Leute sind hier. Was soll ich denn tun? Wirklich, ohne Spaß. Ich habe keine... Jetzt hätte man sich da links hinschleichen können. Warte mal, gibt es da links denn irgendwas? Ich weiß nicht, ob es da links überhaupt was gibt. Jetzt hätte man eben eine Chance. Aber jetzt kommt der hier runter. Jetzt kommt der hier runter. Jetzt kommt der hier runter. Gleich. Das kommt er nicht. Und wenn wir uns bewegen, bewegt er sich. So ein Arsch. So ein Arschloch. Ich glaube, mit Synthetern meint die Androiden, die Android-Handys, also die Galaxies und HTCs und die Huawei's und was es nicht sonst gibt. Nokia macht ja mit ihren Lumias die Windows-Phones. iOS macht Apple macht iOS schon. Ja, hallo, friedlich bitte. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ah. Medikit. Medikit. Oh, oh, rein, rein, rein.
wir die Leuchtfackel setzen müssen. So, auf jeden Fall schon mal das Spritzen. Aber wir bringen uns um, sag ich euch. Die Türen springen hier verrückt. Von innen keine Verriegelung. Die kriegen wir jetzt hier natürlich nicht. Ja. Gib mir das. Gib mir den. Natürlich kann ich die Waffe wieder nicht aufheben. Oh fuck, wir sind tot. Oh, warum sind das so viele? Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ohne Spaß. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wie kommen wir denn da ran? Ohne gleich zu krepieren. Das ist so unmöglich. Ohne möglich.